Christine, Patricia, Sonja und Milena. Vier hoffnungsfrohe Nachwuchsmodels und Finalistinnen der C-Star Discovery, dem härtesten Model-Contest der Welt. Meine Füße tun weh. Ja, ich habe umgefragt. 10 Minuten, 20 Minuten ungefähr noch, je nachdem, wie ihr Gas gebt jetzt. Oh. Veranstaltet wird der Wettbewerb von Martin Helmers, Chefredakteur einer Taucherzeitschrift. Von 500 Mädchen, die sich beworben hatten, schafften es vier ins Finale nach Thailand. Hier mussten sie ihren Ekel vor Riesenspinnen überwinden. Ich war noch nie so nah an so einer Spinne, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Sie gingen auf Tuchfühlung mit kleinen Elefanten und großen. Wie so eine Peitsche eigentlich. Es tut echt verdammt weh. Die nächsten Tage werden härter. Wie belastbar sind die Mädchen psychisch? Beim gefährlichsten Shooting des Wettbewerbs geht es im nächsten Outfit hinunter in 16 Meter Tiefe, ohne Tauchequipment. Die Luft wegzunehmen, ist mir zu heftig. Können die Finalistinnen den Strapazen standhalten? Du hast es zweimal probiert und das ist... Oder ist dieser Model-Contest zu viel für Körper und Psyche?